So, jetzt. Joseph bricht er wieder drin ab. Einer der wichtigsten Erforscher und Entwickler der Powersuit. Oh, mein Ingenieur. Ich meine, ist drin ein besserer Name als Ickl oder so. Was ist das denn? Ich habe keinen Zugang zum Tankkabel, Energiespiel und gleich mit Energie. Aha. Es laggt ein bisschen, kann das sein? Bowling. Dafür gibt's eine Folge auf der Wii-Version. Der Anzug von ihm ist noch da. Muss ich jetzt hier lang? Oder zurück? I don't know, goddammit. Was ist denn hier? Rote Tür. Und irgendwo ist ein scheiß Item. Das Gefühl, ich muss hier gar nicht hin. Was ist denn hier? Drehen. Aha. Achso, ein Shortcut. Okay. Oh, es ging schnell. Eine Landeplattform. Abdeckung der Landfläche wird durch 4 Sicherheitssperren fixiert. Landung des Schiffs der Stadt wird ausgeschlossen. Sicherheitssperren ausgefallen. Entsperrung erfolgt nach Verbindung der AI mit der Himmelstadt. Okay, das heißt, noch bringt mir das hin. X! Und schon bin ich gestorben. Das heißt, hier lang muss ich nicht. Bin vermutlich voll falsch. Wenn ich schon mal hier bin. Was zum Teufel? Okay. Nope, dann muss ich zurück zu Aurora Unit. Kann ich vermutlich mit dem Boostball irgendwas dort aktivieren. Okay, vorsichtig. Ganz vor. Oh Gott. Und jetzt muss ich hier lang. Oder cool Anzug eigentlich. Diese blöde Musik. So,
da sehen wir ja schon wieder. Ich mich hier irgendwo mit einem... Ah! Dass ich das nicht bemerkt habe. So, da haben wir sie. Morgens, Kleine. Kleiner. Ah, okay. Reparieren wir es. Oh Mann. Oh, da kommen noch mehr. Toll. Sowas schützt den Server einer Aurora Unit. Das ist so kleine scheiß Drohnen, die von einem Charge-Film draufgehen. Ups. So, dann Antivirus draufladen. Verarbeitung des Gegenmittels zeigt umgehend Wirkung. Phasenverseuchung der AI auf Null-Niveau. Das heißt, das Phasen ist schon mal weg. Super. Hat der Powerbeam solche Mannstopp gerade? You have no chance of destroying the scene unless you restore the Aurora unit. Amt Gore. Communication offline. Das Ding ist immer noch nicht aktiv. What a terrible dream. Oh. Thank you for purging our phase on corruption and allowing us to awaken. There is much to do. We have communed with AU-242 on Olympus, and learned that a Leviathan impacted Elysia and began spreading corruption. We must destroy this Leviathan, and stem the tide of corruption as soon as possible. We have a plan, but Gore's attack severed key communication cables, disrupting our access to Skytown's primary network. This prevents us from controlling Skytown, and executing our plan to destroy the Leviathan. Gore's plasma cannon should be able to fuse together the severed cables. We must ask you to hunt him down. Gore may have changed, Samus. Be prepared to deal with that. Good luck, guys. Okay, jetzt hunten wir Gore. Mann, voll mies eigentlich. Das sind alles Bounty Hunter Bodies. Erstmal speichere ich jetzt, verdammt, ist das lange her.
Ja, Ghost Plasma kennen ist unser Ziel. Das mit dem Ding hat er ja, alles geschottet im Serverraum. Oh nein, ich das schon wieder. Oh super. Gott. Nein! Was? Ey, immer diese! Oh Gott! Oh nein! Wow, ich hab's geschafft! Wollte mich hier jemand anrufen? Oh. Ship status alert. Unknown entity approaching. Commencing hull lockdown. Jemand greift mein Schiff an. Ich könnte einmal raten, wer. Dieser Pisser wird dafür sorgen, dass ich nie wieder von ihr weg kann. Oh shit. Oh, wenn Gore da durchgegangen ist, hätte er den Energy Tank mitnehmen können. Halfpipe. Wie in allen Metroid Prime Spielen. Ja. Mein Schiff kann im Stand. Oi. Machen wir das mal? Könnte ein Shortcut sein. Dort lang muss ich eigentlich dort lang? Nee. Okay, fuck, wo bin ich jetzt gelandet? War ich doch? Na doch, ich glaub hier war ich schon mal. Mann ey. Oh. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Schuss. Scheiß. Schau, das haben wir schon mal besseres gemacht. Wie mich zum Beispiel. Ja, bin mal doch richtig. Oh nee. Wieso kann ich nicht auf. Ah! Wieso kann ich nicht einfach in Ruhe herumgleiten? Die Aussicht genießen. Was machen Besucher hier?
Herrgott. Ja, ich bin schlecht. Ich bin übelst schlecht in sowas. Ja, voll doch, hier bin ich richtig. Ah, shit, shit, shit. Oh, shit. Armor damage is critical. Ship priority status alert. Ich komme, Kleine. Ah, oh, shit. Okay. Niemand fickt mein Schiff an. Niemand. Kann ich nicht einen Airstrike commanden? Na gut, eigentlich nicht. Shit. Gore! Just in time. Alter, trampel nicht so rum, Mann. Oder hat die Statue des Chozo gebockt? Erst mein Schiff und jetzt noch meine Vorfahren. The power. Soon everything will be corrupted. Including you. Uh-oh. Gore. Schild schirmt jeglichen Beschuss ab. Energieversorgung erfolgt durch rückseitig getragene Einheit. Gores Energiefeld kann die meisten Attacken abwehren. Der rückseitig positionierte Generator liegt jedoch frei und ist anfällig. Durch eine Überladung des Generators lassen sich die hinter seiner Kampfrüstung verborgenen kritischen Systeme freilegen. Gore kann auf ein beachtliches Arsenal zurückgreifen. Im Gefecht stehen dem Cyborg auf Plasmatechnologie basierende Beamwaffen, Angriffsklauen und ein Multi-Missile-System zur Verfügung. All diese Waffensysteme lassen sich zugleich einsetzen, um einen verheerenden Alpha-Schlag auszuführen. Die Person ist außerdem imstande, eine rasante Ram-Attacke auszuführen, die auf rutschigem Untergrund allerdings selbst gefährlich werden kann. Toll. Oh, Jesus! Oh, nein. So. Muss ich ihn, glaube ich... Ah, nein. Ah, fuck. Ah, fuck, das brennt, scheiß Power, Plasma Beam. Ui! Ich kann die echt abknallen, das ist cool. Achso. Ah, fuck, den Faggot. Langsam geht mir die Energie aus. Oh, Scheiße! Oh, cool. Thanks, bro. Ah, shit. Na komm. Dieser geile Slide.
Ah, komm jetzt. Oh. Unter Ziel scheint mir Gores Hauptprozessor verbunden zu sein. Nur gering vor Bodenattacken geschützt. Yeah, Fußball for the win. Ja, das sollte ich nicht machen. Ah, shit. Ah, shit. Hey, ich habe ihn noch erwischt. Ja. Komisch, dass er seinen Hyper-Beam noch nicht benutzt hat. Also, Hyper-Mode. Fuck, oh, jetzt scheiße. Oh, shit. Gore ist nun imstande, in den Hyper-Modus überzugehen, um seine offensiven Fähigkeiten zu steigern. Empfinde ich gegen Phasen-Energie. Ja, jetzt hat er Phasen-Raketenwerfer. Oh, der ist ja fast tot. Ha! Oh mein Gott, tut mir so leid. Ja, genau, versuch ihn zu retten. Was muss ein Netcore? Ihr Punk. Plasma B. Erwartung für Anzug gehalten. Plasmabeam einsatzbereit. Zum Abfall des Plasmabeams A drücken. Der Plasmabeam ist imstande, bestimmte Metalle zu melden. Da. Oh nee. Das arme Schiff. Kampfschiff wurde beschädigt, Flugbetrieb derzeit ausgeschlossen, automatische Instandsetzung eingeleitet. So, spare ich mir erstmal. Na, scheiße, ich kann nicht mal an Bord gehen.